So, auf YouTube sind wir in Part 2. Stream ist immer noch dabei, weshalb Zwischenfragen kommen könnten. Wir sind in der ersten richtigen Stadt angekommen. Colby. Rocktailhänder gehen doll. Fay Mandy. Ach so. Ja, wir haben wahrscheinlich keine Dialoge, sondern man kann einfach nur mit den Handeln direkt. Tag auch, neu hier. Wie geht's, mein Bester? Wer bist du? Ich bin Bruce, Bruce Harris. Ich verkaufe alles mögliche, hauptsächlich sauberes Wasser. Ein bisschen frisches Gemüse. Sieh dir das mal an. Wo kommt denn all dein Wasser her? Ich kenne da jemanden. Er lächelt erneut und lacht beinahe, als er antwortet. Ich kann ja nicht mein Betriebsgeheimnis verraten. Bestimmt einer, der in Flaschen pinkelt. Ich war gestern in Alderside. Davor kurz in Ardas. Macht die Runden. Die Tausammler und andere Wasserhändler vielleicht verpasst haben. Was macht denn ein Tausammler? Na, wie der Name schon sagt, Tau sammeln. Ich bin froh, dass sie bei der Wasserknappheit helfen. Auch wenn sie eigentlich Konkurrenz sind. Gibt aktuell eine Menge Nachfrage. Du hast gar nicht gesagt, woher du kommst. Oh, eine ordentliche Strecke südlich von hier. Zu Fuß ein paar Tage, ein kleiner Ort, weit ab vom Schuss. Nein, woher genau du kommst? Mensch, bist du aber hartnäckig. Sein Lächeln lässt das erste Mal nach, aber er hat weiterhin diese Herzlichkeit, als er spricht. Ich hätte es dir schon gesagt, wenn ich wollte, dass du es weißt. Hier kommen eine Menge von uns vorbei, handelt ein bisschen und dann verschwinden wir wieder. Ich muss zu Hause ein paar Mäuler stopfen, die besser dran sind, wenn zu Hause schön von der Karte bleibt. Brillenrohlinge, durch die sieht man einen Scheiß. Schleift Werkzeug und poliert Edelsteine. Bin nicht mal sicher, ob alle Sachen wirklich irgendeinen Sinn haben. Die Items, die du so einkaufen kannst. Hello again. What's the good word? Ist das deine Operationsbasis? Brooktown ist meine Heimat. Ja, es hat alles, was ein Mann sich wünschen kann. Oder, naja, erwarten kann. Was kann man hier so tun? Es gibt die Klinik, wenn du krank bist. Cricketplatz. Wenn du auf sowas scharf bist. Hühner und Pflanzen. Um die man sich kümmern muss, wenn man der praktische Typ ist. Es kann eine Weile dauern, bis sich die Leute für dich erwärmen, aber bleib lange genug und sie werden dich in ihre Gemeinschaft aufnehmen. Hast du auf? Ich fürchte nicht, aber wirf ruhig einen Blick auf den Markt. Viele tolle Angebote. Ey, diese Kneipe sieht von innen viel kleiner aus als von draußen. Das wahre Outback von Australien. Nichts ist trauriger als ein leeres Bierglas. Oh, Sachen anzugucken bringt EP. Ich soll's häufiger machen. Was hättest du gern? Ihre schwielige Hand ist um einen alten Lappen geknotet, während sie Verschüttetes von dem glänzenden Tresen wischt. Sie lächelt dich kurz an. Das erste Getränk ist kostenlos, wenn du versprichst, drei weitere zu bestellen. Natürlich bin ich noch nicht offiziell offen, aber das Angebot steht auch noch, wenn ich es bin. Wenn ich es in der Kann ich in der Zwischenzeit irgendwas für dich tun? Wie bist du dazu gekommen, eine Kneipe zu führen? Sie hebt ihr rechtes Bein auf die Bank und klopft mit den Fingerknöcheln auf ihr Schienbein. Hat der Crew nicht viel genutzt, als die Blutvergiftung mich das Bein gekostet hat? Ich konnte nicht mehr so weit laufen. Sie legt ihr Bein wieder nach unten und wischt die Bank ab. Natürlich hat der Verlust meines Beines meinen Handelsinstinkt überhaupt nicht abgestumpft. Ich kann immer noch hart verhandeln. Nur damit du es weißt, sagt sie und hält ihre Hände hoch. Ich habe auch einen Rabatt für Neulinge. Ich werde nicht viele Stammkunden haben, wenn sie alle in der Wüste verrecken. Woraus besteht dein Bein?
Gutes Hartholz. Besser als Metall, aber schwerer zu finden. Ich denke, es hat noch ein paar gute Jahre in sich. Danach sitze ich in der Tinte. Sie zuckt mit den Schultern und lächeln. Aber das ist ja ein Problem von Zukunft, Sally. Ja, man kann noch mehr Bier hier kaufen. Interessant in der Stadt mal sehen. Sie poliert müßig die Bar, während sie denkt, Vic und Esty gerieten mal wieder in eine Prügelei. Diesmal kein Kieferbruch, aber Sarah hat sie trotzdem gut ausgemault. Und sonst noch? Ray oder Reg hat Vicky gegen ein Darlehen aufgebracht, das er ihr schuldete. Also schor sie seine Schafe mitten in der Nacht und ließ sie nackt im Auslauf stehen. Die armen Kerle haben einen schlimmen Sonnenbrand. Was noch? Esty und Rowan sind wieder zusammengekommen und das heißt, dass sie den Braten in der Röhre, hat. Für die Geburt muss sie allerdings nach Meriden. Sarahs Umgang mit Kranken ist ziemlich schrecklich. Sagte ihr das letzte Mal, wenn sie noch mehr Belger hätte, würde sie ihre Eileiter durchtrennen, während sie bewusstlos ist. Mehr, ich brauche mehr. Immer schon langsam, Tiger. Das war's auch schon, denke ich. Sie kratzt sich an der Nase. Hier ist nicht viel los, wie du siehst. Ja, und bis auf ein paar Gegenstände anklicken, war jetzt auch nichts zu machen in der Bar. Wir sollen ja eigentlich zu der Ärztin mal gehen. Du bist definitiv keine Ärztin, sondern irgendwie eine Farmerin. Neu in der Stadt, sie legt ihre Hacke hin, zieht ihre schweren Gartenhandschuhe aus und wischt sich die Hände an ihrer Hose ab, bevor sie deine schüttelt. Es ist immer eine Freude, ein neues Gesicht zu sehen. Ich hoffe, du bleibst noch eine Weile. Ich bin Alana, Jess' Mutter. Mit dem Handrücken streicht sie sich eine verschwitzte Haarsträhne aus dem Gesicht. Ja, du bist Gärtnerin und Hühner-Cowgirl. Gelegentlich Metzgerin. Ich bin zuständig für alles, was mit Essen zu tun hat, außer Kochen. Ich mache allerdings exzellente Lamingtons. Was ist ein Lamington? Sie sieht ein wenig nervös aus. Du weißt nicht... Oh, sie denkt einen Moment nach. Vanille-Biskuit-Kuchen in eine Schokoladenglasurmischung getaucht und dann in Kokosraspeln gerollt. Eine ziemliche Delikatesse heutzutage, obwohl man Kokosnüsse leicht bekommen kann. Nicht leicht bekommen kann. Sie lächelt ein wenig. Niemand hatte wirklich Lust auf eine Handvoll getrockneter Pflanzenfasern, selbst wenn sie nach dem Big Drop verhungerten. Sie wird streng, aber nur Monster geben, Marmelade und Sahne hinein. Ein guter Biskuitkuchen kann auf seinen eigenen feuchten Beinen stehen, aber er bricht unter dem zusätzlichen Gewicht zusammen und verwandelt sich bei der geringsten Provokation in Schlamm. Diese vielseitiges Getreide ist bei Biertrinkern und Brotbäckern sehr gefragt. Gerste. Right, that's enough socializing for one day. Sie schenkt Ella ein verschmitztes Grinsen, du Weichei. It's good to know your limits. Let's head back to Ballybally. Sun's about to set. Ich hatte gehofft, wir könnten in die Kneipe gehen, bei Jake und Jonesy vorbeischauen. Sie zieht eine Augenbrauen hoch, mischt die Zappet und schaut weg. Mick will want to grill the new kid on how the day went down. Let's handle that part first, yeah? Was? Ich habe jetzt mit zwei Leuten geredet und die ist schon voll im Socializing. Danke, John Cordant, für dein Stufe 1 Sub. Hier willst du noch mehr geben. Hallo, er beobachtet den Horizont und schaut gelegentlich nach unten, um zu überprüfen, ob du noch da bist. Wer bist du? Ich heiße Dane. Ich passe nachts auf die Herden auf. Echt biblisch.
Was machst du? Ich passe auf die Herden auf, obwohl ich dir sagen kann, wenn sie mich heute Morgen hier gehabt hätten. Er schaut über den Rand des Wachturms und trifft deine Augen. Diese Räuber waren nie mit einem einzigen Schaf davongekommen. Ich sagte Sarah, dass es okay sei, hier oben zu schlafen, aber sie war damit nicht einverstanden. Sagte, dass ein Bett der einzige richtige Ort zum Ausruhen sei. Nun, ich weiß es genauso wenig wie du. Was glaubst du, wie viele Räuber davongekommen wären, wenn ich Wache gehabt hätte? Mehr als wenn ich stattdessen oben dort gewesen wäre. Er verhöhnt dich. Bist du nicht einfach ein bisschen sehr von dir selbst überzeugt? Also hau ab, ich habe zu arbeiten. Ich freue mich immer hier draußen ein neues freundliches Gesicht zu sehen. Ich hoffe, deine Reise war annehmbar. Was machst du mit deinen Kamelen, wenn du nicht auf Reisen bist? Bob und Dawn hängen mit den anderen Kamelen und Schafen auf Taylors Farm ab. Ich glaube, sie mögen die Gesellschaft. Brauchst du was? Im Moment nichts, aber danke der Nachfrage. Ich lebe hier, also bin ich oft hier. Und wen hast du hier vor dir stehen? Hey, deine Stimme ist tief und angenehm. Wenn du hier bist, um zu helfen, freuen wir uns, dich bei uns zu haben. Wer bist du? Sean Taylor von Taylor's Farm. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Brauchst du was? Nein, er streckt sich mit einem Grunzen. Nichts, was eine Mütze Schlaf nicht beheben könnte. Ja, dann tschüss. Ich grase noch ein bisschen das Gebiet ab, um zu schauen, ob es nicht irgendwas, vielleicht dann doch questmäßig noch gibt. Jetzt klaue ich erstmal Kinder den Ball. Der Football ist dank vieler Tritte etwas weich. Er liegt schon länger in der Sonne. Der obere Teil glühend heiß, die Unterseite kühl und klamm. Oi, Mister! Mister, schmeißen Sie ihn her! Jawohl, tritt ihn! Tritt feste! Die Kinder wollen eindeutig, dass du ihnen den Ball zurückwirfst. Der unförmige Klumpen sieht ausgesprochen unaerodynamisch aus. Hm. Steck den Ball in deinen Rucksack, während du Weizing Mathilda pfeifst. Lass den Ball einfach auf den Boden fallen. Ich werfe den Ball mit Unterhand zurück. Während Dialogen werden aktive Fähigkeitsprüfungen, die innerhalb der Fähigkeitsversuchspunkte deines Charakters liegen, mit einem einzigartigen Symbol neben dem Text angezeigt. Dies erlaubt dir, Versuchspunkte für eine Chance auszugeben, ansonsten unmöglich zu erreichende Taten zu vollbringen. Alle Punkte, die du ausgibst, werden erst beim nächsten Stufenaufstieg wieder aktualisiert. Na, ich sehe schon. Oh. Du schmeißt den Ball Richtung Zaun. Er fliegt nicht weit genug und stoppt gerade außer Reichweite. Was? Bist du zu schwach, um ihn zurückzutreten? Hast du Nudelbeine? Wohin gehst du, Nudel? Ja, Nudel! Lacht. Ach, Kinder, ich habe auch eine Waffe, die ich euch zeigen kann. Wie geht's, Nudel? Hm, was brauchst du? Was machst du? Mechaniker, irgendwie. Ich repariere gerne Maschinen und nehme sie auseinander und repariere sie wieder. Es ist eine Art nie endender Kreislauf hier. Wie viel Zeit verbringst du in Brooktown? Sehr viel. Die meiste, denke ich. Normalerweise gibt es immer irgendwo einen Job. Ich meine, ich war vor ein paar Wochen in Beverly.
und Otherside. Ich glaube letzten Monat, aber oft sitze ich in der Halle und arbeite dort an Sachen. Matt sagt, dass es Tage gibt, an denen ich nicht rede. Sagt, es ist superklasse. Ich glaube, sie denkt, dass ich zu viel rede. Hast du Neuigkeiten? Neuigkeiten? Er tippt nachdenklich ans Kinn. Es ist Ameisen-Igel-Brutzeit. Also halte Ausschau nach Gruppen, die die Straßen überqueren. Oh, das sind keine Neuigkeiten. Das ist eine Tatsache. Tut mir leid. Brauchst du was? Kumpel. Hast du jemals Sprudelwasser getrunken? Seine Augen leuchten. Ich hatte mal welches in einer Kneipe. Ich habe ewig versucht, die Düse richtig hinzubekommen. Aber dann konnte ich keinen genügenden kleinen Luftkompressor finden. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Matt immer noch wütend ist, dass ich sie mit Zuckersirup begossen habe. Sie sagte, es machte die Fliegen 100-mal schlimmer. Zog auch Loris an. Da ist der Typ im Käfig, wenn du es ein bisschen verrückter magst, hat versucht, es mit unserem Handelstrupp aufzunehmen, aber das war kein richtiger Erfolg für ihn. Ja, und mit der Klinik hat er erwähnt, aber meine Suche... Ah, da ist die Klinik. Da ist der Sid, den haben wir ja mitgenommen aus der, also vom Zwischenhandelsposten. Schön, dich zu sehen, junger Herr. Er nickt freundlich zu. Was machst du? Jetzt nicht viel. Was hast du denn früher mal gemacht? Ich habe in den letzten Jahren mit Treibstoff gehandelt, über Perth. Es war ein solider Job, bis ein paar Scheißkerle die Aufbearbeitungsanlage in Brand steckten, während Damo und ich gerade dabei waren, die uns zugewiesene Mängel zu verarbeiten. Mistkerle. Was glaubst du, wer das Feuer gelegt hat? Riley Ripper. Starker Ausdruck der Freude, Zustimmung oder Aufregung. Er spuckt auf den Boden. Der Bastard ist seit 20 Jahren tot, aber sein Vermächtnis, ein riesiges Stück Scheiße zu sein, lebt weiter. Hallo, kann ich helfen? Sie legt die Lumpen ab, die sie zerreißt, um Verbände herzustellen und schenkt ihr ihre volle Aufmerksamkeit. Sarah Taylor, mein Mann und mein Sohn betreiben die Farm außerhalb der Stadt. Was machst du? Stadtärztin, meistens gebe ich Schmerzmittel aus und eine Dosis Realität für Menschen, die vergessen, worauf es wirklich ankommt. Für wen sind diese Bandagen? Wer immer sie braucht, sie tätschelt den Haufen abgewickelte Fetzen. Wichtig ist, dass sie erst in der Sonne gelegen haben und dann gekocht wurden, damit nichts Unerwünschtes in die Wunde kommt, wenn es Zeit ist, sie zu verbinden. Brauchst du was? Einen kompletten Operationssaal. Ihr Gesichtsausdruck ändert sich nicht, aber sie schaut dich an, bevor sie fortfährt. In Wirklichkeit ist destilliertes Wasser jedoch immer sehr gefragt. Holzbirne, Mary Baumsaft, Zitronengrastriebe, das Übliche. Mari-Baumsaft ist also irgendwas, was du einsammeln kannst. Wie bist du denn hier gelandet? Hat mich mein Akzent verraten? Wenn sie einen hat, ist er nicht wahrnehmbar. Ich bin hergezogen, nachdem ich John getroffen habe. Und als wir dann Sean hatten, machte es Sinn, an einem sicheren Ort zu leben. Sie blickt unerwartet zärtlich auf die Wände. Brookton war bisher immer gut zu uns. Ich will nichts kaufen. Ah, da ist der Typ im Käfig. Den habe ich gesucht auch. Hey, der blutbespritzte Räuber springt auf die Füße, als du dich näherst und greift nach dem Maschendraht seines Käfigs. Hey, starker Kerl! Er lächelt und zeigt dunkle Lücken, wo früher seine Zähne waren. Muskelmann, wandelnder Andonis, Spender von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit! Hol mich aus diesem Käfig, hm? Er neigt seinen Kopf zur Seite und macht Welpenaugen, komplett mit erbärmlichen Wimmern und nutzlosem Patschen an den Seiten des Käfigs. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du aus einem bestimmten Grund da drin sein musst. Er zuckt mit den Schultern und hier ist ein Rätsel. Er schaut genauer hin und blinzelt ins grelle Sonnenlicht. Söldner, sein Grinsen wird breiter. In der Hitze des Gefechts bekommst du 4 F... Fechten, Fliegen, Frieren und... Vatermord. Er kichert, dann hält er ein. Wer hat sich noch nie ein wenig mitreißen lassen von allem, wenn das Blut auf den Staub trifft und es riecht wie... Er hält sich die Finger an die Nase, schnüffelt, dann schaut er auf. Regen.
Wer hat dich denn hier reingesteckt? Militär-Barbie erhebt die Hand über den Kopf und schätzt die Höhe. Aber sie ist nicht die Entscheidungsträgerin. Das wäre der alte Good Wound. Er grinst und streicht sich mit dem Daumen über den Unterleib. Warum sollte ich dir helfen? Warum solltest du nicht? Seine Erwiderung kommt so schnell wie ein Peitschenknall. Ist die Gerechtigkeit egal? Wer ist denn Good Wound? Er lebt jetzt unter einem anderen Namen, oder? Das stimmt, stimmt. Er starrt in die Ferne in Richtung Marktplatz. Mick Jones. Warum nennst du Mick Good Wound? So nannte er sich selbst. Du solltest ihn fragen. Du wirst eine verdammt gute Zeit erleben. Er grinst. Der Anblick ist nicht angenehm. Was wirst du tun, wenn ich dich befreie? Er schaut dich an. Frei? Nein, Alter, keiner von uns ist frei. Wenn wir machen könnten, was wir wollten, würde ich mit den Vögeln dorthin fliegen. Er gibt einen trillernden Pfiff von sich, eine überzeugende Nachahmung eines lokalen Vogelrufs. Aber aus diesem Käfig herauszukommen wäre schön. Was würdest du mir denn geben? Erpressung ist ein gefährliches Spiel, mein Freund. Er haucht die Worte, als würde er eine Glasscheibe beschlagen. Er beobachtet dich mit scharfem Blick. Ich werde dir ein Geheimnis verraten, oder ich kämpfe gegen dich. Deine Wahl. Was darf es sein? Verrate mir ein Geheimnis. Er droht dir mit dem Finger, wie ein missbilligender Lehrer. Kein Schlüssel, kein Schäferstündchen. Du musst Liebe geben, um welche zu bekommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine Verbesserung war. Weil kämpfen wird er auch nicht gegen mich. Aber es waren, glaube ich, die relevanten Leute, die ich ansprechen konnte. Met the locals then. Looks like you've been through the ringer, new kid. Time for a beer. Each person paying for themselves, of course. Fremde Person, entschuldige, ich brauche nur einen Moment deiner Zeit. Der Sprecher ist ein großer, breitschultriger Mann, gepflegt mit einer goldenen Halskette und einem goldenen Armband, das in der Sonne glitzert. Trotz seiner Größe bewegt er sich mit einer fließenden Anmut. Er erinnert dich an eine große Katze, attraktiv, lächelnd und lebensgefährlich. Schweige. Dann spuck's aus. Sein Humor ist verschwunden, als ob er eine Bedrohung spürt. Er ist wach und konzentriert, seine Augen wenden sich nicht von dem Neuankömmling ab. Wie Mick ist auch sie in Alarmbereitschaft. Sie schürzt verächtlich ihre Lippen und verschränkt die Arme. James Wakefield. Seine Stimme ist leise und ruhig. Mein Name ist James Wakefield. Ich freue mich, Sie zu treffen, Mr. Jones, denn ich komme mit einem Vorschlag für Sie und Ihre Leute. Ein Vorschlag? Er wiederholt es flach und abweisend. Mach besser schnell, Kumpel. Er streckt die Hände aus. Handflächen nach oben. Dann werde ich es ganz einfach machen. Ich komme aus einer einflussreichen Gemeinschaft im Osten. Wir bauen die Zivilisation wieder auf und möchten Rocktown einladen, daran teilzunehmen. Schießt euch uns an und wir können das Zeitalter beenden, indem wir die Relikte der Vergangenheit durchwühlen. Schießt euch uns an und wir können ein Zeitalter der Wunder einläuten. Seine Augen verengen sich. Du willst, dass wir uns vor jemandem verbeugen, der noch nie in unsere Richtung geschaut hat, der nie den Anstand hatte, zu kommen und selbst Hallo zu sagen? Er spuckt auf den Boden. Zivilisation, Was haben wir davon, bitte sehr? Die Zivilisation wird den Regen bringen. Diese Felder wieder mit Weizen füllen? Was passiert, wenn wir Nein sagen? Ich bin fasziniert, wenn sich eine neue Macht bildet. Könnte es eine gute Idee sein, eine Seite zu wählen? Was glaubst du, dass sie uns bieten könnten? Gar nichts, höchstwahrscheinlich. Sonst hätten sie Geschenke mitgebracht, um ihrem Reichtum zu teilen und uns zu überzeugen. Nicht nur leere Worte. Er starrt den Fremden ein paar Sekunden schweigend an. Wir haben nichts als dein Wort, Kumpel. Zeig uns einige dieser Wunder, wenn du so scharf darauf bist, uns von dir zu überzeugen. Er schmunzelt. Mr. Jones, man hat mich nur geschickt, um das Angebot zu unterbreiten. Ich bin ein Bote, kein Diplomat. Wenn sie nur auf schöne Worte aus sind, sind sie nicht der Mann, für den ich sie gehalten habe. Nun, Herr Nicht-Diplomat, warum verpisst du dich nicht nach Hause und sagst deinen Herren, dass sie, wenn sie wollen, dass wir ihre Stiefel küssen, beweisen müssen, dass diese Stiefel die Zunge wert sind? Bevor das nicht passiert, ist die Antwort negativ. Er nimmt die Antwort mit Gleichmut. Ich muss noch einmal fragen. Wir können ihren Leuten viele Dinge bieten. Nahrung, Wasser, Schutz, Freiheit,
von Not und Sorgen, die Zukunft mit ihren grenzenlosen Möglichkeiten, anstatt am Rande der Dunkelheit zu leben. Und was kostet der Schutz? Absolute Gehorsam? Du bist nicht der Erste, der das versucht, Kumpel. Wir wären auch nicht die Ersten, die Erfolg haben. Bedrohst du mich? Nicht im Geringsten, das würde ganz anders aussehen. Ich weiß nicht, warum du diesen Kerl ernst nimmst. Wir sollten uns seiner mysteriösen Gemeinschaft in der Ferne anschließen, damit wir, ich weiß nicht, alle wieder Auto fahren können. Sie lacht verächtlich. Der Knallkopf ist schon so lange in der Sonne, schätze ich. Verpiss dich, Kumpel. Es wird viel beleidigt im Spiel. Das muss dieser freundliche australische Dialekt sein. Kein Grund, unhöflich zu sein, sein Ton ist sanft. Sie haben ihre Wahl deutlich gemacht. Es war meine Pflicht zu fragen und das habe ich getan. Seien Sie versichert, dass ich heute Nacht ruhig schlafen werde. Einen guten Abend Ihnen allen. Ich werde dafür sorgen, dass Cole Belly Belly Spornstreichs wieder auf die Funkwelle bringt. Wir können nicht offline sein, wenn ihr uns in einem Notfall braucht. Könnte eine gute Idee sein. Ja, danke. Morgen können wir jemanden schicken, der seinen Spuren folgt und herausfindet, woher er kommt. Wir werden diese Sache auf den Grund gehen. Oh, I'm gonna need a beer or five after that ordeal. Ach, die überfallen bestimmt das hier. Hallo, das Kapitel heißt der Fall der Menschheit. Also wird uns etwas massiv enttäuscht an der Menschheit. Sie nickt und schickt Staub von der Hose. Als sie merkt, wie Josie sich nähert, wird sie nervös und ihre Augen gleiten schnell zwischen ihm und Ella hin und her. Ich hätte eigentlich vor, in die Kneipe zu gehen, wie du schon sagtest. Es war ein harter Tag. Pub o'clock, yeah? I'm parched. Hope we'll see you in there. Wir brauchen keine Aliens in diesem Spiel. Der Mensch ist schon scheiße genug zueinander. Auch in der Apokalypse. Sei kein verdammter Idiot. Wenn du den Abend in der Kneipe verbringst, nehmen wir den LKW. Du kannst zu Fuß nach Hause gehen. Sauber, wir sehen uns morgen, Elle. Er nickt euch allen zu, als er und Jonesy zur Kneipentür gehen. Es ist schon eine nette Strecke nach Belly Belly, nicht wahr? Clever, besser zu laufen, als um einen Baum gewickelt zu enden. Ja, oder ein Känguru, um dich gewickelt zu haben. Sie wendet ihren Blick wieder der jüngeren Frau zu. Richtig, Mischti. Lass uns Schluss machen. Wir können umsonst nach Hause fahren und, wie gesagt, Matt wird sauer werden, weil sie an der ganzen Action nicht teilhaben kann. Um fair zu sein, ich dachte, heute würde weniger passieren, aber ja, Zeit zu gehen. Okay, schau mal, Ella. Ich weiß, dass du gerne deine Entscheidungen auf Fakten stützt. Also hör zu. Sie hält drei Finger ihrer rechten Hand hoch. Erstens, ich habe geschworen, dass ich das nie sagen würde, aber du bist nicht meine Mutter. Sie hackt ihren Ringfinger ab und berührt ihren Zeigefinger. Zweitens, ich bin erwachsen und in der Lage, meine eigenen Entscheidungen zu treffen. Heute Abend entscheide ich mich, in die Kneipe zu gehen. Sie klappt ihren Zeigefinger herunter und wirft einen Blick auf den noch erhobenen Mittelfinger. Und hey! Da ist Punkt 3. Hör zu, mein Schluss ist gefasst. Ich gönne mir ein paar Drinks. Hab aber nicht vor, mich zu besaufen. Sei mal ein bisschen nachsichtiger. Und hey, wir haben heute in der Key Road den Jungen gerettet, verstehst du? Wir haben ein unschuldiges Leben gerettet. Meiner Meinung nach ist das ein verdammtes Bier wert. Weißt du was? Wir haben dieses Söldnerproblem in Cockabee gelöst. Ohne Blut zu vergießen, obwohl er wirklich, wirklich einen aufs Maul verdient hätte. Und wahrscheinlich wäre es noch schlimmer geworden, wenn er noch länger rumgehangen hätte. Wir haben also zwei Menschen gerettet. Zwei Bier. Ella sieht aus, als wolle sie sprechen, aber Mischti hält ihre Hand hoch und macht weiter. Außerdem wissen wir, dass Taylors Farm heute überfallen wurde. Was ist, wenn sie zurückkommen? Was, wenn sie Rache wollen? Bracktown wird Waffen brauchen und ich hätte nichts dagegen, ein Bier zu trinken und dann Wache zu halten. Wenn du die Stadt verteidigen willst, ist Trinken eine schlechte Idee. Stumpf deine Reflexe ab. Sauber, wenn du bleiben würdest, wenn, hat es keinen Sinn, in die Kneipe zu gehen. Brockton kriegt sie schon in den Griff, Mischti. Sie brauchen unsere Waffen ja nicht. Komm schon, warum bist du so fest entschlossen zu bleiben? Sie hebt trotzig ihr Kinn. Jonesy hat versprochen, mir ein Bier auszugeben. Du weißt, wie ich über Freibier denke.
Ich glaube, Australien hat ein richtiges Alkoholproblem. Also wenn man schon so ein Storyspiel macht, auch wenn es die Apokalypse ist, aber wir sind ja nur am Saufen. Wir wollen ja ständig nur Bier saufen. Du willst mich wohl verarschen, Jonesy. Sie tritt einen Schritt zurück und seufzt. Kind, ich kenne Geschichten über Jonesy, die deine Schamhaare kräuseln. Kräuseln lassen, nicht werden. Vorausgesetzt, du hast welche. Das sagst du, während wir Deutsche sind. Der Bierumsatz in Deutschland geht immer weiter zurück. Wir werden, wie soll man sagen, international alkoholabhängig. Hör auf, Ella, sie kümmert sich um sich. Verdammt richtig, mach nicht den Fehler, den Dutzenden junge Mädels gemacht haben, Mischti. Es wird nicht gut enden. Anyway, Dreamer, I'm gone. I'd say don't do anything I wouldn't, but you're already way past that point if you're keen on a dickhead like Henry. I'll tell Matt you're drinking her beer. Sie stößt einen schweren Seufzer aus. Brutal. Und du warst keine große Hilfe. Warum will jeder über 25 Entscheidungen für mich treffen? Ich habe Meredith verlassen, um von dieser Scheiße wegzukommen. Ich schwöre dir, sie behandelt mich wie ihre kleine Schwester. Verdammte Hölle. Vielleicht sogar wie ihr Kind. Ihre echte Schwester würde sie umbringen, wenn sie diesen Mist versuchen würde. Sie holt tief Luft und lässt sie dann durch gespitzte Lippen wieder raus. Alles klar, Zeit für die Kneipe. Kommst du? Auch geiler Questtext, den ich leider ein bisschen verdecke. Geh in die Kneipe und hau dir ein paar Bier hinter die Binde. Shame you didn't give that punk up in Kokobi a dirt nap. I guess some of us are just made of sterner stuff. Not to worry. I'll head up there tomorrow myself and get Tina sorted out, quick smart. Mit einem Ohr hört er sich Mischtis begeisterten Bericht über die Ereignisse des Tages an und mit dem anderen achtet er auf die Leute in der Bar. Wegen dem Kerl im Käfig. Was lässt dich denken, dass ich an deiner Meinung darüber interessiert bin, wie ich meine Stadt führe? Er schaut dich kurz und gelangweilt von oben bis unten an. Er und ich haben einen Deal gemacht. Hast du das? Er streicht über seinen Schnurrbart, dann zuckt er den Schlüssel. Hier. Sieh dir an, was für ein Mann er ist, aber sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt habe. Er wirft dir einen kleinen heißen Schlüssel aus einer Schlaufe an der Hüfte zu. Gibst du mir einen aus? Er beäugt dich amüsiert. Nein, ich sagte, Ella könnte mir einen ausgeben, aber sie verpisste sich, nicht wahr? Er zuckt mit den Schultern. Ich krieg sie das nächste Mal. Lust auf ein Schwätzen. Ja, wie wär's, wenn wir uns hinsetzen, ein paar Pins trinken und darüber schwatzen, wie der heutige Tag gelaufen ist. Noch nicht. Heard you had a bit of trouble with the Merc up at Kokobi. I'll swing by later in the week. Make sure Tina's feeling all right about how it all went down. Ich nehme jetzt gerne das Freibier. Schön, das zu hören. Jetzt vergiss nicht, die anderen drei zu bestellen, ja? Und weg. Ah, F5 ist schnell speichern. Bist du gekommen, um zu helfen? Er fährt mir den Finger über die Drähte. Als würde er eine Harfe spielen. Oder um zu starren und nichts zu machen. Zeig ihm Schlüssel. Hier, ich lass dich raus. Ich denke, du willst jetzt bezahlt werden. Du hast den alten Goodwound noch nicht nach mir gefragt, sonst hätte ich davon gehört. Tu mir einen Gefallen und frag ihn, wenn ich weg bin, ja? Seine Augen funkeln mit etwas, das nicht ganz ein Lachen ist. Dann was anderes. Er denkt noch eine Weile nach. Wägt seine Option ab. Oder stellt einfach nur deine Geduld auf die Probe. Meredith, Angela, Pris, Laura, Conroy. Wenn du den Zusammenhang herstellen kannst, bist du fast am Ziel. Ach, die Farben sind vertauscht. Das Graue müsste eigentlich weiß sein. Jetzt. Er tritt vor der Tür des Käfigs zurück. Die Hände hoch. Wirke deinen Zauber. Der Ausdruck auf seinem Gesicht ändert sich erst, als die Tür aufgeschlossen
ist. Dann zieht ein wildes Lächeln langsam seine Lippen weit auf. Danke, mein Freund. Er schlendert aus dem Käfig und pfeift eine fröhliche Melodie. Als er an dir vorbeigeht, versucht er, dich aus dem Gleichgewicht zu bringen, scheitert jedoch. Mit einem Schulterzucken und einem Augenzwinkern sprintet er durch das Südtor davon. Bis später, mein Softie. War bestimmt ein... Was das Schlimmste, was ich freilassen kann? Pädophiler, Vergewaltiger oder sowas. Attaboy. Kommen wir zum Wesentlichen. Es ist ein langer Spaziergang von Corkeby. Hatte Zeit, von einigen deiner Heldentaten zu hören und von Miss No Bullshit. Glaubst du, dass du an meiner Sicht der Dinge interessiert sein könntest? Nein, danke, ich versuche sicherzustellen, dass ich die einzige Person in meinem Kopf bin. Nee, klar, warum nicht? Na dann, er wirft dir einen bedächtigen Blick zu. Los geht's. Du scheinst einen klaren Kopf zwischen den Ohren zu haben, eine realistische Sicht auf die Welt. Geben und nehmen und so weiter. Er neigt seinen Kopf zur Seite. Du arbeitest hart, das muss ich dir lassen, aber du greifst zu schnell dort ein, wo du zuerst Fragen stellen solltest. Mishti ist eine Charmeurin. In der Tat, aber sie hat dich da gut dazu gebracht, all diese Arbeit für sie zu erledigen. So wird sie es nie lernen. As for that murk up in Kokobi. Er hält inne, um einen Schluck von seinem Bier zu nehmen. Er schüttet den Kopf, hätte diese silberne Zunge von dir benutzen sollen. Als jedermanns Liebling dich in Belly Belly herumlaufen ließ, um all ihre verdammte Arbeit zu erledigen. Ach so. Als ich am Anfang im Söldnerlager halt die Büsche und sowas entfernt habe. Und das geht noch nicht einmal darauf ein, was auf der Key Road passiert ist. Er beobachtet dich und wartet auf deine Reaktion. Und sonst noch? Das war schnelles Nachdenken. So ein Schuss braucht eine ruhige Hand. Ich würde sagen, Ella hatte recht, dich einzustellen. Und ich habe es dir gesagt. Wer übrigens später gekommen ist, ich habe auf der Key Road einem Jungen ins Bein geschossen, bevor er sich selbst erschießen kann. Weil sonst macht der Dialog gerade keinen Sinn für Leute, die erst später eingeschaltet haben. Now, tell me I'm wrong. Du hast nicht Unrecht. Das dachte ich mir. Er nimmt ein Stück von seinem Bier. Man kann nicht so leben wie ich, ohne ein ausgezeichneter Menschenkenner zu werden. The sound of hail reaches your ears a moment before Sean bursts into the pub, screams and clawing smoke trailing in his wake. Get out here! We're under attack! So wie ich gesagt habe. Das Knurren seiner Stimme dringt durch die schockierte Stille. Verflixt, Drecksäcke. Der verflixte Drecksäcke. Lasst uns ihnen zeigen, was es bedeutet, sich mit Brockton anzulegen. Sie schnappt sich ihr Gewehr von der Wand und entsichert es. Rock'n'Roll! Da vielleicht nur ein Bier getrunken habe, sieht es aber schon ganz schön scheiße hier draußen aus. Fick dich, willst du mich zur Zielscheibe machen? Ich glaube, ich hätte da in Richtung Dreamer gehen müssen.
Oder auch nicht. Geld und Pistole. Finde heraus, was vor sich geht. Gut, ein weiteres paar Hände. Ihr Ton ist schroff, leicht hörbar über das Rasseln der Schüsse. Sean braucht Hilfe, um medizinische Güter in den Krankenwagen zu laden. Was machen die Reifen, John? Er gibt ihr das Daumen-Hoch-Zeichen und macht weiter. Mit was auch immer er da unter dem Fahrzeug zu tun hat. Sarah hält kurz beim Stapeln und Sortieren inne. Dann ist da noch dieser Kerl aus Kokobi mit der Strahlenvergiftung. Nun, wir sind voll. Er wird zurückbleiben müssen. Gute Idee. Es ist nicht gut oder schlecht, es ist einfach, was es ist. Sie scannt die Kisten, die den Krankenwagen füllen und schiebt eine weitere in ein überquellendes Regal. Die passt perfekt. Ich werde ihm sagen, dass er zurückbleiben muss. Gut, ohne ein weiteres Wort stapelt sie weiter Kisten. Er sitzt aufrecht, sein Gesicht ein blasses Oval in der Dunkelheit. Ich dachte, ich fühle mich besser, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Halluziniere ich? Gib ihm deine Waffe oder eine Waffe? Ich habe ja mehrere. Willst du mich verarschen? Unglaublich blickt er auf die angebotene Waffe hinunter. Er zeigt mit zitternder Hand in Richtung der herannahenden Schüsse. Wenn du mich hier lässt, bin ich tot. Nimm mich bitte mit. Komm schon, Mann. Mach es nicht schwieriger, als es sein muss. Du meinst, das ist es? Er schaut sich verloren um. Game over? Er schaut auf die Waffe in seinen Händen. Betteln wird nichts nützen, oder? Es tut mir leid. Er schaut nicht auf, klar. Du überlässt ihn seine Gedanken, umgeben von wachsenden Schatten und Gewehrfeuer. Oh, jetzt hat er wirklich mein Gewehr bekommen und ich muss jetzt mit der Pistole rumhantieren. Wäre vielleicht schlau gewesen, vorher die Waffe zu wechseln. Sie deutet auf die Rückseite des Krankenwagens. Spring ein, du kannst alles an Ort und Stelle halten, während wir fahren. Du auch, Sean. Gerade als er Sarah die Vorräte überreichen will, die er in den Armen trägt, erreicht sich das Geräusch rennender Füße. Jake rennt aus der Dunkelheit und zieht Elena hinter sich her. Kugeln prallen hinter ihm von der Straße ab, als er Elena zu dir schubst und seine Hand aus ihrem Griff befreit. Sie fällt schwerfällig gegen dich und bringt dich aus dem Gleichgewicht. Nimm sie und geh, ich werde dich finden. Er rennt bereits zurück zu den Schüssen und weicht in Schlangenlinien aus, ein Schatten unter vielen in der flackernden Dunkelheit. Jake, sie stößt dich weg und rennt ihm unbewaffnet hinterher. Lass sie zurück, du bist schneller ohne sie. Lass sie gehen, es gibt keine Hilfe für jemanden, der nicht gerettet werden will. Elena, Sean verlässt die Vorräte fallen, die er trägt, und sprintet ihr hinterher, aber Schüsse zersieben den Boden zu seinen Füßen. Er stolpert zurück, Blutflecken erscheinen auf seinem Gesicht, wo der Kies einschlug. Was zum Teufel? Sean wendet sich gegen dich, bevor er dich schnell hinter die Deckung zieht, während Kugeln über das rissige Bitumen auf dich zukommen. Wir müssen hinter ihr her. Wer bin ich, der wahren Liebe im Wege zu stehen? Ach, du hast recht, renn ihr hinterher. Los, er stößt sich weg und fängt an, die Kisten zu sammeln, die er fallen gelassen hat. Elena ist leicht zu finden, da sie nicht aufhört, Jakes Namen zu schreien. Sobald sie dich sieht, fängt sie wieder an zu rennen. Lass mich in Ruhe. Jake, wo bist du? Schlag sie bewusstlos, um sie zum Schweigen zu bringen.
Du schlägst den Kolben deiner Waffe gegen ihre Schläfe und sie fällt mit dem Gesicht nach unten in den Dreck aus. Regungslos, du schleppst sie in die Klinik. Sarah schaut zweimal hin, als sie sieht, dass du Elena trägst. Was hast du getan? Sie schaut Elena von oben bis unten an, dann deutet sie gereizt auf den Krankenwagen. Leg sie rein. Sean baut ein Nest für Elena zwischen den durcheinander gewürfelten Kisten und legt sie vorsichtig hinein. Du, Sarah und John steigen in den Krankenwagen und beobachten aus den hinteren Fenstern, wie die Flammen von Brooktown zu einem matten Schein am Horizont verblassen. Bloody hell. Without warning, the Raiders were just there. Cutting people down as they ran, eviscerating anyone who didn't, and burning everything else. Brookton was a growing community, making the most of a shitty situation after the world went and fucked itself. Brookton was, with no hope now. People scattered and ran, some were found too late. Many weren't found at all. Morning comes, cold, with a hint of fire on the horizon as you cross the vast red desert. The pale faces of the survivors who reached Ballybally Hall were ovals of white in the darkness when you left, watching as you, Mick, Ella, and Mad begin your trek towards the answers none of you were sure you wanted to find. Smoke no longer rises from Brookton. The visiting winds have carried it away in the night. You listen for the cries of the wounded, but hear only silence. Even the dawn chorus of kookaburras chattering in the trees is absent, chased away by the smell of blood and gunpowder. Mick leads you through the gate, then stops. That's when the nightmare becomes real. Right. Spread out and look for survivors. Scouts will hold up around the pub, last time I saw. Du sagtest, Sarah und du seid durch das Südtor gegangen. Vielleicht gibt es noch ein paar Vorräte aufzusammeln. Also, er dreht sich zu dir, Ella und Matt um. Wo möchtet ihr anfangen? Aber Ellen haben wir doch mitgenommen. Das ist ein Fehler. Ich werde nachsehen, ob einer der Stadtbewohner sich zur Klinik begeben hat. Gut, er nickt in deine Richtung. Ella, Matt, ihr müsst diesen jungen Kerl in Sicherheit bringen. Wir treffen uns auf dem Cricketplatz. Seid gründlich, aber schnell. Feldfrüchte wurden abgeerntet und die Erde mit Salz bestreut. Was sind das denn für Wichser gewesen als Plünderer? Die brauchen die Nahrungsmittel nicht mehr. Oder Waffen oder sonst was. Sofort merkt man, dass die Klinik leergeräumt wurde. Alle leeren Flaschen wurden zertrümmert. Der Boden ist ein buntes Kaleidoskop mutwilliger Zerstörung. Er liegt ausgebreitet auf dem Boden, dein Gewehr noch in seinen kalten Händen.
Aus den Blutspritzern draußen entnimmst du, dass er mehr als ein paar seiner Angreifer mitgenommen hat, bevor er starb. Es braucht etwas Arbeit, um seine Finger loszureißen. Als du das Gewehr wegziehst, bleiben deine Finger in ihrem Todesgriff. Blutlosen Krallen, die ins Leere greifen. Sie schnappt den Klammergriff auf. Leer, sieht aber so aus, als hätte er seine Kugel nicht verschwendet. Sie betrachtet die Leiche mit neuem Respekt. Willst du dich ein bisschen umsehen oder sind wir hier fertig? Nehmen wir uns Zeit zum Durchsuchen. Auf der Rückseite eines Regals, tief im Schatten, entdecken deine suchenden Finger ein Paket, das in Wachspapier eingewickelt ist. Als du es herausziehst, wickelst du einige lange Rindenstücke aus. Sie schaut es an und zuckt mit den Schultern. Was auch immer es ist, Sarah wird wissen, was du damit anfangen kannst. Richtig, Elle? Elle antwortet nicht. Sie steht mit dem Finger im Abzug ihres Gewehrs und starrt ins Sonnenlicht. Jake would have left a sign if he was safe. Something's wrong. Bevor sie überhaupt Zeit hatten, die Szene ganz zu verarbeiten, sprinten Ella und Matt beide mit gezogenen Waffen auf den Marktplatz zu. Es steht an der Wand des Pubs, Jonys Kopf stützt sich auf seine Schulter. Er schaut auf, als du dich näherst, löst sich damit sanft von seinem toten Sohn und steht auf. Let's get the rest of this mess sorted then, eh? Er geht ohne ein weiteres Wort in Richtung Cricketplatz. Oh, Dreamer ist... auch gestorben. Ihre Schritte stocken, als sie sich Mishtis Leiche nähert. Ihr Gesicht bleibt eine teilnahmslose Maske, während sie die Schusswunden am Hals, Kehle und Oberschenkel untersucht. Zwei Farbflecken steigen in ihren blassen Wangen auf, als sie bewusst ihren Finger vom Abzug ihrer Waffe zum Bügel bewegt. Matt tritt hinzu und schiebt ihren Kiefer nach vorne. Elle. Don't! Das Wort klingt in der Stille wie ein Schlag ins Gesicht. Matt zuckt nicht zusammen, sondern zieht sich zurück. Sie geht ohne ein weiteres Wort weg. Keine der beiden Schwestern verlangsamt ihre Schritte, als sie sich dem leblosen Körper ihres Cousins nähern. Matt verlagert ihr Gewicht und für einen Moment scheint es, als würde sie ihm obendrauf noch einen Tritt geben. Aber sie hält ihren Impuls nach einem Blick auf Ella stand. Wow. This sucks. Sie kaut auf der Innenseite ihrer Wange und starrt durch Jakes blutloses Gesicht. Es ist verdammt scheiße. Sie stehen für einen Moment in stiller Übereinstimmung, keine von ihnen bereit, das Schweigen zu brechen. Dann seufzt Ella und wendet sich ab. Let's keep moving. Hö, das ist Sallys Bein. Wenn du müsstest, könntest du damit einen Fußball treten oder jemand den Schädel einschlagen. Sally, wir werden dein Bein benutzen, um Ganoven zu verprügeln. Irgendwo muss ja noch was versteckt sein.
Oder ist einfach nur da, um Geräusche zu machen? Warum nicht? Hey, mate. This has been quite the fucking shit show. I think Mick's about ready to pack it in. Bist du bereit, diesen Ort zu verlassen? Ja. Well, it's been a tough day, but we're not done yet. It's clear by now that help isn't coming, and without some sort of protection, our days here are numbered. The way I see it, we bury our dead and we head off to Meriden. The radio's still out of Ballybally, so we'll have to swing by and pick up that lot. We'll need to travel by night, but even a crawl by the light of the stars will be better than lighting a bonfire back at the hall that anyone can track us by. Any objections? Ballybally scheint doch gut befestigt zu sein. Warum können wir nicht einfach dort bleiben? Kein Platz, nicht genug Munition, nicht genug zu fressen. Sie zählt die Punkte an ihren Fingern ab. Und wenn es jemand ist, der es speziell auf Brookton abgesehen hat, wird Ballybally sicher das nächste Ziel sein. Sie schaut Ella an. Überrascht, dass es nicht das erste Ziel war. Warum Meriden? Stabile Mauern, ausgebildete Miliz. Die Rekruten, die sich nicht an das Leben eines Speers gewöhnen, landen wieder bei Jäger und Sammler und füllen die Reihen der Stadt aus. Ihr Gesicht leuchtet auf. Tatsächlich sagt Mischti immer, ihr Mund schnappt zu, wie von einer Feder bedient. Die Farbe steigt in ihren Wangen auf. Matt wirft ihr einen halb besorgten Blick mit einem Schuss Verachtung zu. Klingt also nach dem richtigen Ort. Ja, sie wendet sich ab und fährt sich mit den Unterarmen über die Augen. Wir haben aber zuerst ein paar Gräber zu graben. In Ordnung, lasst es uns erledigen und so schnell wie möglich losfahren. Dann schnappt ihr eine Schaufel. Sie nickt Matt zu und die beiden gehen in Richtung Marktplatz. Mick steht einen Moment da, schaut auf seine Hände und geht dann langsam hinter ihnen her. It's never easy to say goodbye before you're ready. Especially when you thought you'd have more time. I've still got a lot to learn. Jake was the best of us. Jonesy kept us light and mished. Ihr würdet darüber lachen, was für ein trauriger Haufen Säcke ihr alle seid. Können wir diesen sentimentalen Bullshit später weitermachen? Sie schuldet mir noch ein Bier. Gib mal Ruhe, okay, Kumpel? Sie schaut dich nicht an. Clown-Nummer ist vorbei. Wir müssen weiter. Seine Stimme ist hohl wie sein Blick. Mitleidsparty ist vorbei. Er geht weg, ohne einen Blick zurückzuwerfen. Gedämpft folgen Ella und Matt. You take off into the wilderness, walking by night until you've put a couple of days distance between you and the flames. No one talks, or if they do, it's all in whispers. You have enough food, just enough, for now. Suddenly, a crack, like the sky breaking in two. You look up at the cloudless vault, but Mick's caught the tail end of it through his binoculars. Pick up the pace, is all he says. People are more than tired. They're exhausted, but Mick's words light a fire under him, get everyone moving as if the devil himself is hot on their heels. Then again, looking at the rising plume of dust and smoke ahead of you, maybe it's not the inferno you left behind that you need to worry about. Ich glaub es nicht. Es muss 100 Jahre her sein, seit etwas so Großes geflogen ist. Und wer hat heutzutage die Möglichkeit, Kerosin herzustellen? I'm getting really tired of surprises. Er spricht aus dem Mundwinkel, damit die anderen es nicht sehen können. Ich hasse es, jemanden mit einem offensichtlichen fehlerhaften Urteilsvermögen um Rat zu fragen. Aber hast du irgendwelche Gedanken dazu, worauf Sean und John sich hier einlassen? So etwas habe ich noch nie gesehen.
Sieht so aus, als wären nicht alle Idioten verschwunden. Wenn du was Intelligentes zu sagen hast, lass es uns hören. Matt öffnet ihren Mund, aber er schneidet ihr das Wort ab. Was ist mit euch los? Wir haben wichtigere Probleme als einen Schwanzvergleich. Ella, you wanna weigh in? This won't stay quiet for long. Yeah, we can come back later, but it's going to have been salvaged for parts by then. Let's get in and out quick, I reckon. Go on then. Come get me if you find anything. Erstaunlich, absolut erstaunlich. Die sind seitdem vorher nicht mehr geflogen. Wie zum Teufel ist das hierher gekommen? Too bloody right. What a beaut, eh? I've had a little poke around, but still can't quite make heads or tails of it. Sorry, wer bist du genau? Ich heiße Dierally, aber alle nennen mich DJ. Du musst Sean sein, hm? Deine Jess hat mir viel über dich erzählt, einschließlich, dass du nicht zu viel rauskommst, oder? Er schaut hinter Sean zum Konvoi und winkt. Juhu, Jess, Bob, und dann, geht's euch gut? Sie unterhält sich gerade mit Sarah, nimmt sich aber einen Moment Zeit, um zurückzuwinken. Ich denke, wir sind aus dem gleichen Grund hier. Wenn man eine fette Rauchwolke am Himmel aufsteigen sieht, schaut man dahin, wo es brennt. Er zuckt gutmütig mit den Schultern. Die Tür ist komplett zugeklemmt. Aber der Flügel ist abgerissen. Ich wollte nicht alleine reingehen, aber jetzt, wo du hier bist, ist es sicherer, oder? Versuchen wir es. Was denkst du, Sean? Wenn Jess sagt, dass er in Ordnung ist, dann ist er in Ordnung. Bestens. Hätte nichts gegen Gesellschaft. Bin selbst den ganzen Weg auf einem Kamel hergeritten. Und es war nicht der beste Gesprächspartner. Erreicht Sean ein Walkie-Talkie, wo wir gerade von Sprechen sprechen. Hab dieses Ding auf dem Boden gefunden, aber ich kann es nicht zum Quatschen bringen. Fühlt sich an, als würden die Batterien fehlen. Er öffnet das Fach und späht hinein. Ja, kein Glück. Ich könnte ein paar schnorren. Ich werde mich umhören. Er schneidet das Funkgerät an seinen Gürtel und sieht seinen Vater an. Komm, Dad, wir sollten nachsehen, ob Mama Hilfe bei der Behandlung der Leute mit Hitzschlag braucht. Echt? Ja, in Ordnung. Ich denke, du wirst uns wenigstens sagen, was du findest. Hast verdammt recht, Kumpel. Come on! Let's get inside! Ja, wir haben Level-Ups. Können wir das Emo schlachten? Bis jetzt nicht. Es scheint so, als wenn Level-Ups für Begleitpersonen automatisch sind. Nur ich muss meine Attributspunkte selbst vergeben. Der Wind pfeift durch das zerbrochene Glas. Du hast keinen Griff, kannst keinen Griff sehen und deine Finger finden keinen Halt an den Kanten. Es sieht nicht so aus, als könnte man das Ding aufbrechen. Wow. Look. Er zeigt auf den Bruch im Rumpf. Zwei Körper liegen regungslos auf dem Boden. Yeah, let's check him out. But it doesn't look good. Naja, die fliegen. She's had her throat cut. He's been beaten to death. And mate, this happened very recently. Okay, ich würde die Leichen gerne selbst ansehen. Nee, wenn es so neu ist, sollst du vielleicht ihre Vitalfunktion überprüfen. DJ hält immer noch den Kopf einer der Leichen auf dem Boden in seinen Händen. Kumpel, ich würde gerne etwas anderes sagen, aber tot ist. Die Augen des Mannes öffnen sich plötzlich und er keucht. Er blickt zu seinem Begleiter. Jensen. Dann sieht er dich und schreckt entsetzt zurück. Weg mit dir! Weg! Er lässt schockiert den Kopf des Mannes fallen. Die Augen des Opfers schließen sich wieder und seine Gliedmaßen erschlaffen. Oh, the bloody bats out of bloody hell? Okay, he is 100% certified dead this time. Du solltest seine Vitalwerte noch ein letztes Mal überprüfen. Ich verspreche,
dass ich dich nicht noch einmal fragen werde. Er blickt dich finster an und es scheint, als würde er sich weigern. Dann holt er Luft und legt seine Finger an den Hals des Mannes. Immer noch tot. Vielleicht lohnt es sich, seine Taschen zu durchsuchen. Er holt tief Luft, etwas respektlos. Ich werde genau einen Ort überprüfen, aber das war's dann. Was darf's sein? Sein Hemd, seine Hose, seine Schuhe. Die einzige Respektlosigkeit, die ich hier sehe, ist, dass du nicht tust, was ich dir sage. Matt schnaubt ein kurzes Lachen heraus. Er knirscht mit den Zähnen, ein Ort, trifft eine Wahl. Seine Hose. Er zieht eine Augenbraue hoch, durchsucht aber erst die eine Tasche, dann die andere. Nichts, oh, eine Schnur, aber das ist alles. Warum Wert auf Förmlichkeiten legen? Er ist tot, durchsuche alle seine Taschen. Nein heißt nein. Ja, dieses Mal nicht. Sie schiebt an sich an ihm vorbei und mustert die Leiche kurz. Als sie nichts findet, zuckt sie mit den Schultern und greift nach den Stiefeln des Toten. Nichts verkommen lassen. Als sie abzieht, rutscht ein kleiner Schlüssel in den Staub. Hallöchen, Jackpot! Er schaut angewidert weg. Must have been important. May as well find out what was so worth protecting. Du spähst durch den zerrissenen Rumpf, die zerstörten Sitze verschwinden im Halbdunkeln, aber du kannst die offene Tür zum Cockpit und einen freien Durchgang erkennen. Von hier aus kannst du dich leicht hochziehen und das abgestürzte Flugzeug einsteigen. Du kletterst nach oben und gehst an leeren Sitzen vorbei. Der beißende Gestank des Triebwerksrauchs hängt dick im Rumpf, während du dich zum Cockpit vorarbeitest. Daran liegen zwei Leichen, die immer noch an ihre Sitze geschnallt sind. Das Blut, das sich unter ihnen sammelt und noch von den Fingerspitzen tropft, zeigt, wie frisch die Szenerie ist. Aber die Piloten sind still, leblos und kalt. Kisten und kleine Container liegen im Gang verstreut. Abgesehen von den Piloten ganz vorne sind die anderen Sitze leer. Suche im Schnitt. Der weiche Schaumstoff der zerrissenen Kissen kratzt an der rauen Haut deiner Finger, als du deine Hand in den Sitz schiebst. Was auch immer hier versteckt war, ist jetzt verschwunden. Unten in der Vertiefung spürst du jedoch eine andere Beschaffenheit. Du ziehst deine Hand wieder aus dem Sitz und hältst die zerknitterte Seite eines Plans in der Hand. Die Stadt Meridin ist eingekreist. Daneben steht in krakeliger Handschrift etwas, das aussieht wie äußere Grenzen. Durchsuch das Cockpit. Schau mal da drüben, sagt Ella und deutet aus dem Cockpitfenster. Die Hütte da im Südosten. Du schaust hindurch und siehst ein kleines verwahrlostes Gebäude, wahrscheinlich eine alte verlassene Viehstation. Das sollst du dir genauer ansehen, fügt sie hinzu. Von hier aus kannst du ein kleines offenes Schließfach auf dem Boden sehen. Du schaust dir die Piloten genauer an. Keine Atmung, kein Puls, nur das langsam tropfende, noch nicht getrocknete Blut. DJ tritt näher und kniet sich nacheinander neben jeden, um Kopf, Hals und Arme zu untersuchen. Kalt, sagt er, wahrscheinlich schon seitdem das Ding runtergekommen ist. Unwillkürlich wirft er einen Blick nach draußen. Nicht ermordet, wie die beiden da draußen. Dieser Ort wurde durchwühlt. Ellas Stimme ertönt laut in der Stille. Wer auch immer es war, könnte noch in der Nähe sein. Wir müssen die Gegend absuchen. Entweder haben diese Personen noch mehr Hinweise oder sie haben gesehen, was passiert ist. Durchsuche die Kiste. Abgesehen von einigen stärkeren Beulen an den Ecken wurden die Schlösser eindeutig aufgehebelt. Auch hier war jemand drin. Du schiebst dich an den Sitzreihen vorbei zurück und kletterst aus dem zerrissenen Flugzeugrumpf. Da war also nicht viel zu holen. Und hier war ein Auto, damit sind die weggefahren. Okay. So I guess we weren't the first ones here. Was für eine spannende Beobachtung, wahrlich. Deine Kombinationsgabe kennt keine Grenzen. Alle einfach super passiv-aggressiv. Schau dir die Gleise genauer an. Du untersuchst die Spuren. In einer findest du eine Patronenhülse, die im Dreck vergraben ist. Sie stammt von einer teuren Schrotflinte. Sie lehnt sich über deine Schulter, um zu sehen, was du gefunden hast. Sie schnaubt. Meridin. Das habe ich mir doch gedacht. Eins der Fahrzeuge, die hier waren, muss aus Meridin gekommen sein. Genau der Stadt, in deren Richtung du fuhrst, bevor du angehalten hast, um das Wrack zu inspizieren.
Ja, bis jetzt ist es ein ganz cooles Ding. Es kann natürlich auch mal ein bisschen mehr gekämpft werden, aber es wird noch kommen. An sich erinnert mich das auch ein bisschen so an Pathfinder. Also wenn später vielleicht noch eine richtige Open World kommt, weil zurzeit ist das ja alles immer noch Prolog. Wir sind ja auf der Flucht und alles. Ich glaube nicht, dass das durchgehend linear sein wird. Ah, da ist die verlassene Hütte. Oh, da sind sogar Menschen. Hast du den Absturz gesehen? Nein. Darf ich in deine Kiste reingreifen? Ja, warum nicht? Dieser dicklich verängstigte Mann trägt schlecht sitzende, fleckige Kleidung. Er hat anscheinend ein hartes Leben geführt. Er hält seine Hände hoch, um zu zeigen, dass nichts in ihnen ist. Man muss ihn zugutehalten, dass seine Stimme kaum zittert. Hi Kumpel, ich heiße Oma, Ruben Oma. Ich bin von Beruf Landvermesser und Abfallverwerter durch widrige Umstände. Er schluckt schwer. Bitte töte mich nicht, ich bin total unbewaffnet. Was zum Teufel ist hier passiert? Ich war auf Erkundungstour in der Nähe, als wir dieses schreckliche Geräusch hörten, sah dieses riesige Ding abstürzen und dachte, hey, Verschrottung, das schaue ich mir mal genauer an. Er redet jetzt schnell und fast panisch. Vielleicht ein bisschen Beute holen, die ich verkaufen könnte, weißt du? Vielleicht etwas zu essen bekommen. Dann stellt sich allerdings heraus, dass ich nicht der Einzige mit dieser Idee war. Ich schlich mich weg, als die Mongrels ankamen. Wait, the Mongrels were here? Er nickt. Ich arbeite gerade am Bug des Dingens, als sie vorbeifuhren. Sie schnappten sich die beiden armen Leute aus dem Inneren des Flugzeugs, nahmen sie und sein Blick wendet sich zum Wrack und schluckt. Ich habe mich nur versteckt. Du hast die Mongols erwähnt, wer sind sie? Diese Bastarde gehören zu einer Frau namens Pris, nennt sich die Prinzessin. Bescheiden ist sie nicht, gebietet über Adas im Süden. Ich halte mich von dort fern, das kann ich dir sagen. Künstler, Schläger und Diebe. Sie nickt. Kein schlechter Ort für einen Quickie, wenn du auf unverbindliche Arrangements stehst. Sie dreht sich langsam zu ihrer Schwester um. Matt grinst. Ella richtet ihre Aufmerksamkeit demonstrativ auf Ruben. Ein Haufen Neandertaler, wie Hunde leben. Verdammte Bestien im Menschengewand. Schau dir nur... Er muss sich räuspern. Schau dir nur an, was sie mit diesen armen Passagieren gemacht haben. Das Innere des Flugzeugs war völlig durchwühlt worden. Weißt du, was da passiert ist? Keine Ahnung. Alles, was ich weiß, ist, dass diese Mongrels, als sie hineingingen, nachdem sie diese beiden Passagiere hinausgeworfen hatten, ich konnte sie schreien und jauchzen hören. Ich konnte sehen, dass ein paar von ihnen mit etwas unter dem Rad rangen, während die anderen beiden Bastarde sich um die Passagiere kümmerten. Aber sobald ich hörte, wie ihre Fahrzeuge wieder ansprangen, rannte ich. Seitdem habe ich mich hier versteckt. Die Leichen sind also, naja, waren Passagiere im Flugzeug. Ja, ich meine, ich habe nicht allzu viel gesehen, aber es wurde viel geschrien und gekämpft und nun, die Mongrels, sie sammeln Trophäen. Er legt die Hand auf seine Brust. Ich wünschte, ich wüsste das nicht, aber es ist leider so. Klingt, als wärst du ziemlich aufmerksam. Warum schließt du dich nicht unserem Konvoi an? That's Mick's call to make, mate. Selbstverständlich, schauen wir mal, was Mick denkt. Wirklich? Ich glaub's ja nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke, danke. Damit ich sie als nächstes wieder in der Stadt, die überfallen wird, sitzen lassen kann. Bedank dich mal Big, wenn er ja sagt. Ich verstehe. Er hebt nachdrücklich die Hände. Ich begrüße die Chance wirklich. Das ist alles. Well, let's go get this over with.
Bleistifte, HB oder nicht HB? Das ist hier die Frage. Ich glaube, sonst gibt es hier nichts zu finden. Dann quatschen wir mal mit Mick über den Einsiedler oder den Vermesser, der hier rumlungert. Lass dich eine Minute lang aus den Augen und du kommst mit einem ganzen Clown-Auto voller Leute zurück. Er starrt dich an. Wer sind diese faulen Säcke und warum folgen sie dir wie mutterlose Welpen? Sie hält eine Hand hoch, um Mix Tirade zuvorzukommen. Das ist DJ. Er hat mir vor einiger Zeit das Zäpfchen für Bob gegeben. Er spricht schnell in die Stille hinein. Und das ist Ruben. Hat ein bisschen Pech gehabt. Könnte etwas Hilfe gebrauchen, um es zurück in die Zivilisation zu schaffen. Zivilisation? Was? Deine Bitterkeit verblüfft DJ, aber er hat keine Zeit zu unterbrechen. Ein Bettler nach dem anderen. Du zuerst, Söhnchen. Jess hat für dich gebürgt. Ich denke also, dass du vorübergehend mit uns reisen wirst. Er fixiert dich mit seinem Blick. Das ist vorübergehend, oder? Ich weiß nicht, er scheut sich nicht, Leichen zu berühren. Könnte eine Bereicherung sein. Er grinst dich an. Wenn es nicht mehr braucht, um dich zu beeindrucken, werden meine anderen Fähigkeiten dich schon umhauen. Er wendet seine Aufmerksamkeit Ruben zu. Und was ist mit dir, alter Kumpel? Du siehst aus, als hätten sie dich gerade... Als hätten sie dich gerädert, obwohl uns das natürlich nichts angeht. Oh, mir geht's gut, danke der Nachfrage. Er schiebt seinen Ranzen dezent hinter sich. Ich will nur eine Garantie, dass ich es sicher nach Meridin schaffe. Und was lässt dich glauben, dass du die bei uns finden wirst? Seine Stimme ist dünn, sein Mund ein schmaler Strich. Er ist ein Plünderer. Er weiß, wie man in Müll Schätze findet. Landvermesserkumpel. Verlegen schaut er Mick an. Hab ein bisschen Pech gehabt, ist alles. Ich habe aus der Plünderei keine Karriere gemacht. Ich verspreche es dir. Nee, natürlich nicht. Was hast du noch? Er schaut dich nervös an und leckt sich die Lippen. Ich kann dich Gilden vorstellen, Zugang zu den Grauhändlern geben, Wege zu neuen Siedlungen zeigen, was immer du willst. Er starrt ihn an, bis Ruhm ins Schwitzen kommt. Dann zuckt Mick mit den Schultern. In Ordnung, ich glaube es. Aber wenn du uns bescheißt, melde ich dich wegen Betrugs. Dann wird die Gilde sich definitiv für dich interessieren. Jawohl, Sir. Vielen Dank, Sir. Mick wirft ihm einen verdutzten Blick zu. Wir haben das Innere des Flugzeugs durchsucht. Zwei tote Piloten, ein paar durchwühlte Kisten und Container. Das Ding wurde gründlich durchgewühlt. Schade, aber zu erwarten. Da liegen zwei Leichen außerhalb des Rumpfes, vor kurzem getötet. Sahen sie aus, als wären sie in diesem Ding gewesen, als es runterkam? Sahen zumindest nicht so aus, als wären sie von hier. Komische Kleidung und ihre Hände waren zu sauber. Einer von ihnen hatte einen Schlüssel in seinen Stiefel. Sie schaut Matt an, der leicht nickt. Aber das Schloss, zu dem er passt, noch nicht gefunden. Wir haben frische Reifenspuren in der Nähe des Flugzeugs gefunden. Kein Wunder, dass wir nicht die Einzigen sind, die sich das ansehen wollten. Kannst du etwas darüber sagen, wer hier war? Sieht nach mindestens zwei Fahrzeugen aus. Wir denken, dass die ersten paar von den Mongrels gemacht wurden und hinter den anderen steckt höchstwahrscheinlich Meridin. Und wo auch immer sie herkam, sie zogen sich schnell wieder dorthin zurück. Meridin, was? Schätze, die Bande muss sich anstrengen, um die Menge an Waffen und Munition zu rechtfertigen, die sie vom Rest von uns erpressen. Glaub nicht, dass sie allzu erfreut sein werden, dass wir wissen, dass sie hier waren. Er schenkt ihr ein wölfisches Grinsen. Das ist alles, was wir gefunden haben. In Ordnung, also. Er zählt die Punkte an seinen Fingern ab, während er geht. Wir wissen, dass Meridin hier war, aber das ist alles. Das gibt uns nicht viel Material für Verhandlungen. Er sieht dich streng an. Hast du wirklich alles überprüft? Wir können nicht den ganzen Tag hier verbringen, aber ich habe gewartet, dass du mehr als das findest. On your bike, then. Aber wir haben uns alles angesehen.
Ja, und da war auch nichts mehr zu holen. Ein Mini-Känguru. Ich bin auf jeden Fall durch jeden Abschnitt gegangen. Oben an der Seite waren wir auch. An der Hütte waren wir, da haben wir den Mann aufgegabelt. Ach, guck mal. Ja. Und wenn es eine Kiste gab für den Schlüssel, dann... Da haben wir die nicht gefunden. Wobei im Flugzeug hieß es mal ganz kurz, dass eine Schatulle zu sehen ist oder irgendwas, aber dann gab es da keine Option für. Ich habe etwas gehört. Kurz bevor sie mit dem Aufrollen Maschinen wegfuhren, maute einer von ihnen darüber, wie schwer das Paket war. Das ist wirklich alles, was ich weiß. Ich will echt nicht mehr darüber reden. Ich werde schon genug Albträume haben. Wo sind die Mongrels hin? Sie führten ihr Rucksack und machten sich auf den Weg nach Süden, wahrscheinlich zurück nach Ardeth. Du sagtest, die Mongrels füllten ihre Rucksäcke. Womit? Kein Schimmer, was immer sie finden konnten, schätze ich. Ich habe sie nicht gerade aus der Nähe beobachtet. Wir fanden eine leere Schießkassette vor dem Flugzeugwrack. Hast du den Inhalt an dich genommen? Deine Augen werden groß bei der Frage. Ja, also pass auf, Kumpel. Das habe ich gesehen und er schluckt schwer und bemerkt, wie er seinen Ranzen fester umklammert. Ich meine... Oi! Matt schneidet ihn scharf ab. Was immer es ist, es sieht so aus, als wäre das Ende deiner Geschichte in dieser Tasche. Mach sie auf. Wir wissen bereits, dass du etwas genommen hast, dass das Stehlen wert ist. Oder du hättest uns im Voraus gesagt, was es war. Er schluckt hart und greift in seinen Ranzen. Er zieht ein goldenes Nugget heraus, so groß wie zwei Fäuste. Ich bin einfach nur froh, dass ich wenigstens davongekommen bin, ohne dass diese Mongrels mir das abgenommen haben. Gib es her, ich will es mir ansehen. Er lehnt sich vorwärts und pfeift anerkennend. Kumpel, ich habe schon Leute gesehen, die ein paar Tausend für kleinere Klumpen bezahlt haben. Das würde einen großen Beitrag dazu leisten, uns da einzurichten, wo auch immer Mick uns am Ende hinbringt. Ja, Ruben, hättest du eine Waffe gehabt, hättest du das hier vielleicht immer noch. Also, die Antworten sind schon echt cool. In keinem Szenario wirst du mit diesem Nugget weggehen, aber vielleicht kannst du im Konvoi helfen. Deine Enttäuschung ist offensichtlich. Ja, so viel dachte ich mir auch schon. Dann besinnt er sich. Moment, willst du damit sagen, dass ich mit euch zurück nach Meridin gehen darf? Nee, eigentlich doch nicht. Du wirst auf dich allein gestellt. Nein, komm. That's Mick's call to make, mate. Well, let's go get this over with. Er kommt ja schon mit. Wir haben nur jetzt noch den Dialog nachgezogen. Hat Sarah noch was zu sagen? Nö. Oh, schau mal, noch jemand, der unsere schwindenden Vorräte teilt. Er starrt dich an. Du kannst einfach nirgendwo hingehen, ohne Streuner aufzulesen. Das haben wir auch schon eigentlich erledigt. Aber wahrscheinlich ist dieser Dialog nochmal aufgegangen, weil wir nochmal mit ihm geredet haben. Mir würde es besser gehen, wenn diese Schläger mich nicht ausgeraubt hätten. Stimmt das? Hast du ihn ausgeraubt? Er wendet seine Augen nicht von Ruben ab, als er dich anspricht. Was ich genommen habe, ist nicht wichtig. Wichtig ist, dass ich stark genug war, um es mir zu nehmen. Was ich wollte, wann ich es wollte. Matt schnaubt ein Lachen hervor. Er wirft dir einen verärgerten Blick zu. Erspar mir die Predigt. Was hast du geklaut?
Ich hätte ihn auch töten können, aber ich habe es nicht getan. Diesen Teil scheint hier jeder zu vergessen. Warum bin ich denn jetzt der Böse? Das entgeht tendenziell den meisten Leuten, ja. Er schaut dich und Ruben an. Also, was hast du genommen? Komm schon, was ist schon ein netter kleiner Diebstahl zwischen Freunden? Raub. Sie schnalzt mit der Zunge und zieht das Nugget aus deinem Rucksack. Deine Augen weiten sich beim Anblick des Goldes. DJ stößt ein Geräusch des Ekels aus. Nun, das ist ein Gesprächsstarter. Erwartungsvoll streckt er die Hände aus. Gib ihn her und du kannst uns überall hin folgen. Abgemacht? Er schüttelt müde den Kopf. Du lässt mir keine Wahl, oder? Klar hast du eine Wahl. Gib uns das Gold und lebe oder behalte das Gold und stirb, vermutlich. Er starrt dich in steinerem Schweigen an und hält Augenkontakt, während er das Nugget in Mix wartende Hände drückt. Fröhlich verstaut er das Nugget. Ende gut, alles gut, was? Willkommen an Bord. Ruben sagte, die Adas Crew habe etwas sehr Schweres aus dem Flugzeug genommen. Interessant, besteht die Möglichkeit, dass er Quatsch erzählt? Bezweifle es, der Typ sah verängstigt aus, glücklich. Einfach am Leben zu sein und dass wir ihn nicht erschossen haben. Ja, ich denke mal, er stand unter Schock. Der arme Kerl sagt die Wahrheit. So, wir haben ein glitzerndes Goldnugget und wir wissen, dass Meriden hier war. Es ist ein Anfang. Könnte es noch mehr zu finden geben? Was meinst du? Ich war ziemlich gründlich. Ich glaube nicht, dass es noch etwas zu finden gibt. Wenn du das sagst, er schaut zur Abstoßstelle hinüber. Seine Augen streifen über die Zähne. In Ordnung. Er seufzt. Alle bereit? Unser Truck ist startklar. Okay. Nun, was unseren neuen Freund angeht. Komm zu mir nach vorne. Ich habe viele Fragen an dich. Recht hast du, Kumpel. Let's move out. So. Jetzt ist übrigens ein guter Zeitpunkt, um einen Folgenbreak zu machen für YouTube. Vergesst nicht, nächste Folge kommt. Dann wieder einschalten und kommentieren und liken. So, jetzt habe ich mal was gesagt, was ich sonst nie sage. Stream geht natürlich weiter gleich.